Wir befinden uns hier auf der Karte des... Ach nee, das ist die Karte von GTA 5. Ich dachte schon, die Karte des Schicksals. Naja. Willkommen zurück zu GTA 5 und ich sehe hier gerade, hier ist ein hübsches Seerennen. Hatten wir noch nicht ausprobiert, also fahren wir da mal flugs rüber. Da hätte ich jetzt mal Lust drauf. Einfach mal ein bisschen... Oh, was ist jetzt kaputt? Was willst du? Molly. Bestätige ihre Verabredung mit Devin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Power Saint in Alta. Power Street, Entschuldigung. Bitte seien Sie pünktlich und bereit, sofort mit der Arbeit anzufangen. Bitte halte die Klappe und schreib mir keine SMS, du komisches Karriere-Vibe. Ah, los geht's! Ich möchte jetzt mit dem Boot gewinnen! Steig auf den an der Startlinie, okay. Oh, da muss ich schwimmen. In meinen teuren Klamotten. Na schön da! Ich will nicht unter Wasser schlagen. Ich will eigentlich nach oben an die Wasseroberfläche. Und wer hat denn hier schon wieder jetzt was geschrieben? Ganz auf Lager, neue Waren auf Lager. Hey, ist die vollautomatische Schrotflinte gerade auf Lager? Habe ich das richtig gesehen? Mit der würde ich mich ja gerne mal ein bisschen, ne? Naja. Erstmal hier drauf. Teilnehmen. Ich würde dann auch ganz gerne gewinnen, wenn ich darf. Ne, das wäre doch was Feines. Oh, jetzt geht's ab. Ah, jetzt habe ich vergessen, dass es ja diesen Turbo gibt, wenn man genau bei Go W drückt. Aber was soll's, wir gewinnen auch so. Wieso sind die alle schneller als ich? Ja, verkackt, habe ich euch voll überholt, ne? Abgezogen vom Feinsten. Fahr, Peter! Dieses Rennen wirst du sowas von in die Tasche stecken. Also das Seerennen ist ja mal gar nicht mal so schwer. Das Schöne ist halt bei solchen Seerennsachen, dass man viel Spielraum hat, weil man ja die ganze Wasserfläche nutzen kann. Bei Landrennen sind da immer Steine im Weg, Säufer, die am Straßenrand liegen, Polizisten, die mit ihren Karren im Weg sind. Hier auf dem Wasser hat man immer so viele Möglichkeiten auszuweichen und doch noch einen Checkpoint zu kriegen und dies und jenes. Das ist doch ganz schön. Schwupp! Die Wupp! Oh, was ist denn da hinten noch? Da müssen wir hin. Boah, das geht aber auch kreuz und quer hier das Rennen, hä? Position 1 von 8. Weil wie lange das Rennen noch geht, wird einem nicht... Ach, da ist es. Da ist es dann schon zu Ende. Ja, sowas. Das ging ja jetzt schneller als gedacht. Und gewonnen haben wir auch. War eigentlich ganz einfach. War jetzt nicht so eine große Herausforderung, finde ich. Hey, ich habe einen Mauszeiger. Wo kommt denn der auf einmal her? Fortfahren, bitte. So, jetzt zeig ich mir nochmal auf der Karte, was hier los ist, ja? Jetzt habe ich hier schon wieder diese Rockstar-Benachrichtigungen an. Die habe ich immer eigentlich gerne aus. Muss ich mir mal merken, dass die noch an sind, damit ich die ausmachen kann. Und wenn wir gerade so schön dabei sind, können wir ja noch eins machen. Ich habe Lust, ein bisschen auf Seerennen zu machen in diesem Video. Also, nichts wie zum nächsten. Mit dem Speedboot wäre auch mal was. Na, mal sehen. Irgendwas werden wir schon bekommen. Vielleicht wird ja jedes Mal ein Fahrzeug vorgegeben, das man nehmen soll. Und wenn nicht, wird sich das sicherlich auch mal was machen lassen mit einem Speedboot, ne? Ich weiß nur gar nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt gebt mir die Karte, verflucht! Sonst hau ich euch! Nee, ich glaube, hier ist keine gute Idee reinzufahren. Wir müssen außen rum. Weil der Kanal, der scheint da hinten dann irgendwo zu Ende zu sein. Und dann kommen wir nicht mehr weit. Also gehen wir lieber auf Nummer sicher und fahren außen rum. Und wenn ich Steuerung drücke, dann fahre ich, glaube ich, auch ein bisschen schneller, kann das sein. Weil dann der Vorderteil des Bootes hochgehoben ist und dadurch ist weniger Widerstand im Wasser. Dadurch fahren wir schneller. Physikstunde mit Lord Peter.
So macht Schule Spaß. Ah. Aber mal so ein bisschen auf dem Wasser rumpaddeln, das ist doch auch mal was Feines. Die sind mit ihrem Motorrad gerade am Strand. Wie sind die mit dem Motorrad darauf gekommen? Ist das nicht ein bisschen unpraktisch, mit dem Motorrad am Strand zu fahren? Naja, jedem das Seine, ne? Jedem das Seine. Oh yeah, das macht Fun. Hier sind doch überall Möwen unterwegs. Verdammte Viecher, ich hab Hunger. Ich krieg die aber nicht abgeschossen. Nicht, dass ich mich hier am Ende selber kill, ne? Passen wir mal lieber ein bisschen auf hier. Man muss ja auch nicht immer wild durch die Gegend ballern, Peter, Mensch. Benimm dich. So, wie weit ist es denn jetzt noch zu diesem vermaledeiten Rennen? Wir müssten doch so langsam mal da sein. Schwupp. So, also weit dürfte es jetzt eigentlich wirklich nicht mehr sein. Wir sind ja ein ganz schönes Stück schon gefahren. Also es sollte ja eigentlich gleich auftauchen. Oh, was ist das? Roter Punkt unter Wasser? Ist das ein Hai? Verschwinde, Hai! Ja! Endlich mal einen Vogel getroffen. Naja, egal. Besinnen wir uns wieder auf unsere eigentliche Aufgabe hier, ne? Boah, da auf einmal ein Hai im Wasser. Ich fasse es ja nicht. Ah! Ui. Hallo ihr Typen. Die machen auch eine schöne Strandparty. Sag mal, wo ist denn jetzt das Rennen? Ich fahre und fahre und fahre und komme nirgendwo an irgendwie. War das echt so weit weg? Ich gebe ja doch auch ganz schön Gummi mit dem Teil, ne? Welle! Ui. Schwupp. Jupp. Oh, das macht ganz schön Fun, mit dem Teil rumzufahren. Immer so über die Wellen springen, das ist was Schönes. Yeah. Oh, und jetzt sind wir da. Da kommt das Rennen. Das scheint wieder ein Jetski-Rennen zu sein. Oh, nee, nichts da. Ich will den Schwarzen haben. Gib mir den Schwarzen. Kann losgehen. Zwei, eins, go. Boah, jetzt geht's ab hier. Verschwinde, du Lümmel. Okay, also es ist schon mal erlaubt, andere von dem Ding runterzuhauen. Das ist gut. Also wenn einer mir vorbeizieht, kriegt er voll die Ladung ran. Ja. Ah, das ist aber eine raue See heute, aber... Ah. Wie damals, als ich noch Captain der Black Pearl war, so. Ich komme Checkpoint. Irgendwann... Oh, schön die Abfälle hier ins Wasser reinleiten, das macht er gut. So, jetzt nochmal hier rum. Dann darum. Boah. Dann hier rein und weiter geradeaus. Und das gewinnen wir dann auch schon irgendwann mal. Ne? Zack. Zack. Hey, da ist ja schon das Ziel. Das ging jetzt aber zackig, Mensch. Also ich habe jetzt gedacht, das wird eine längere Sache, aber gut, okay.
Erster Platz, Ostküste. Fortfahren. Gibt es jetzt wieder eine Rockstar-Bestätigung hier, dass wir voll toll gewonnen haben? Sieht nicht danach aus. Schönen Dank auch. Hier hinten ist noch ein Seerennen. Mich juckt es in den Fahrerfingern. Los geht's, auf zum nächsten Rennen. Wenn wir schon mal so schön dabei sind, ne, warum nicht? Oh yeah. Ui. Was ist denn da am Wasser rumgetrieben? Naja, ist mir egal. Mich muss ja nicht immer alles interessieren, was im Wasser rumtreibt, ne? Mich interessiert nur der Spaß und die Rennen machen richtig Spaß. Ich habe da gerade voll Freude dran, mit dem Ding rumzufahren. Batz. Vor allem, weil auch die Gegend so extrem geil aussieht. Ich muss es mal wieder sagen, ich habe es schon oft genug gesagt, aber es muss mal wieder sein. GTA 5 ist voll was fürs Auge. Aber so richtiger Dünger fürs Auge, ey. So, das nächste Rennen dürfte ja eigentlich auch gar nicht so weit weg sein. Das war relativ nah auf der Karte, fand ich jetzt zumindest. Das Jetski ist so schnell unterwegs. Müssen wir eigentlich, oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, mal. Ja, die Hälfte des Wegs haben wir hinter uns. Kleines Stück müssen wir zwar noch, aber was soll's. Wir sind bald da. Ich fahr gern im Wasser rum. Andere Leute finden's dumm. Doch der Peter findet es geil und fühlt sich dabei super high. Und die Sonne geht langsam unter, was? Das wird hier alles so gülden langsam. Ah. Oh yeah. Oh yeah. Da wird einem ja richtig was geboten, Mensch. Abenteuerurlaub Los Santos. Oder San Andreas, besser gesagt. Weil das hier gehört ja nicht mehr zur Stadt. Oh. Peter missgebaut. Ah, nee, doch nicht. Peter hat's geschafft. Das war von Anfang an geplant. Ich wusste, dass ich das packe. Mal sehen, ob wir es auch heil durch die Klippen hier durchschaffen. Wow. Da war ja ein Stück Land, na sowas. Da hinten ist ein Leuchtturm, ich sehe es genau. Und da ist bestimmt auch das nächste Rennen in der Nähe. Bietet sich so an, so ein kleiner Ausblick auf den Leuchtturm. Dass man da ein Rennen hinsetzt, das wäre relativ logisch, finde ich. Da ist es auch. Und spring! Spring! Ich bin da. Und ich will mitmachen. Zwei. Eins. Go. Aus dem Weg. Ich hab zu tun. Weg. Ich fahr mal wieder voll freundlich. Aber was soll's. Es geht hier ums Gewinnen, ja. Und wenn man gewinnen will, dann muss einem jedes Mittel recht sein. Und zwar wirklich jedes, egal wie dreckig und gemein es ist. Los, weiter, 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 weiter. Zack. Oh yeah. Nur noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das schaffen wir, das schaffen wir. Oh yeah. Zack. Zack. Oh. Oh. Oh ja. Oh, Checkpoint. Oh nein, ich bin vorbeigefahren. Das kotzt mich aber jetzt an. Vor allem, weil ich da so schlecht wieder rankomme. Noch ist nicht verloren. Vorwärts, Franklin. Zeig dem Pack, wer es drauf hat. Wir müssen ganz schnell wieder an die Spitze. Das schaffen wir auch, an die Spitze zu kommen.
Jetzt kommt schon, seid nicht so gemein, verschwinde! Ich habe vor zu gewinnen und das lasse ich mir von niemandem nehmen, ja? Ja! Oh Mann, das wird aber unübersichtlich jetzt, hörbar. Wo muss ich dich erlangen? Da hinten. Wo fahrt die Idioten hin? Also das Rennen war doch jetzt schon etwas knapper, aber wir gewinnen trotzdem haushoch. Zack. Und wieder ein erster Platz für meine Sammlung. Oh. So, Zeit hätten wir noch für eins. Ist noch irgendwo eins in der Nähe? Sind die nur an bestimmten Tageszeiten verfügbar? Weil bis auf das eine sind jetzt hier alle weg. Na gut, da würde ich sagen, gehen wir an Land. Wie auch immer wir an Land kommen. Ah, da hinten ist Strand. Weil wir müssen irgendwo zu einer Straße. Und uns ein Taxi eventuell mal rufen. Ah! Hoch! Boah, ich bin voll durchnässt, ey. Ich bin sowas von durchnässt. Schöner Leuchtturm, gefällt mir. Was haben wir denn hier? Oh, eine amerikanische Flagge, na, sowas. Na, 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 na! Ups. Na, 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 na. Wo bin ich hier gelandet? Auf irgendeiner Farm. You fucker. You a bad motherfucker. You just... Ihr wollt Ärger, ja? Zack. Noch Fragen? Oh, shit. Verdammt, man darf nicht wechseln, wenn die Polizei hinter einem her ist. Okay. Die kriegen mich eh nicht. Die haben doch nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie mich suchen müssen. Die Bäume halten mich auf. Wie hoch ist denn der Scheißberg noch? Lasst mich in Frieden. Geht weg. Ich will das alles nicht. Ich wollte doch nur Spaß mit Seerennen haben. Und was macht ihr? Ihr versaut mir alles. Boah, ich bin voll der Bergsteiger, ey. Da oben ist irgendein alter, toter Baum. Was ist denn das für ein alter, toter Baum? Ich will zu dem alten, toten Baum und zwar ein bisschen Dalli. Hallo, alter, toter Baum. So, und die Polizei sind wir jetzt auch los, ne? Da können wir ja mal zum Trevor rüber wechseln, damit wir wieder in der Stadt unterwegs sind. Schwupp. Oh, der hat gerade ein bisschen Spaß im Vergnügungspark, hä? Was machst du da unten? And that is really a very effective metaphor for American capitalism. Willst du den da jetzt hängen lassen, bis die Flut kommt? Das ist ein bisschen gemein, aber okay. Hat jemand Lust auf Achterbahn fahren? Oh, was geht denn jetzt ab? Chefkoch. Boss, ich weiß, wir kochen nichts, aber weil ich geholfen habe, als die Aztekas das Labor angegriffen haben, habe ich gehofft, du denkst vielleicht an mich, wenn du bei einem Job mal ein paar extra Muskeln brauchst, Chefkoch. Okay, was habe ich noch? Molly, bestätige ihre Verabredung. Ach so. Was haben wir an E-Mails? Die beiden Waffen natürlich. Die kein Mensch braucht. So, und jetzt will ich aber Achterbahn fahren, hörbar, ja. Ich will mit Achterbahn fahren. Peace, dude. Aus dem Weg. Oh, by the way, that's entirely your fault. Echt mal, alles deine Schuld. Das ist Exit, das ist Enter. Ich will Achterbahn fahren, aber ein bisschen Dalli, ja? Bei Nacht leuchtet die nämlich hübsch. You make me want a lobotomy. Wieso darf ich denn nicht mit der Achterbahn fahren?
You are utterly ridiculous. Was soll das? Ich will mit der Achterbahn fahren. Darf ich aber nicht. Das macht mich wütend. Ich darf auch nicht mit dem hier fahren. Warum nicht? Ich darf mit überhaupt nichts fahren. Bäh. Wenn ich mit nichts fahren darf, dann stelle ich mich jetzt hier in das Zelt. Und bin traurig. Ich verstecke mich jetzt vor der Welt. Keiner soll mich sehen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.